Wenn du bei Amazon Outdoor-Kompass eingibst, dann kommt so irgendein Teil. Und bei den fix fertig gepackten Fluchtrucksäcken, die es am Markt gibt, da sind auch meistens die Teile drinnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eine wirklich gute Lösung ist. Wenn du wissen willst, worauf es dabei ankommt und dass ein richtiger Kompass auch ein richtiger Kompass sein soll, ach ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Outdoor-Kompass. US-amerikanischer Stil, Nachbauten, Original oder ob da nicht gleich gescheiter so irgendwas wäre. Wenn du bei Amazon Kompass eingibst, kommt so etwas in der Richtung. Entweder nicht so eckig, sondern nur rund, aber im Endeffekt im selben Stil. Das ist hier eine Klammer zum Aufmachen. Die ist auch gleichzeitig dazu da, um den Kompass zu halten. Dann hast du hier etwas zum Durchziehen. Schau mal her. Ja, da ist das so ein kleiner Faden. Da kann man dann durchschauen. Dann das hier zum Aufziehen. Da ist da eine Lupe und die Lupe ist nicht dazu da, um deine Hand damit zu prüfen, sondern um beim Kompass hier ablesen zu können, die Skala hier vorne. Da ist so eine kleine Ausnehmung, siehst du das? Und dadurch ergibt sich ein Kimme und Korn. Das heißt, ich schaue hier durch, da, durch diese kleine Rille her, visiere mein Ziel, meine Peilung, da komme ich dann gleich dazu, hier an, schaue, dass das übereinander steht und dann schaue ich einmal geradeaus auf mein Ziel, auf meine Peilung und dann so nach unten durch die Lupe und lese mir an diesem kleinen schwarzen Strich hier ab, welche Peilung. Wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, was ist Peilung? Peilung, ganz kurz, ein Kompass hat zwei Dinge, tut er. Erstens, er zeigt zum magnetischen Nordpol an der Stelle, wo du gerade bist, wenn kein Fehler auftritt, zum magnetischen Nordpol, das ist Punkt A und Punkt B ist ein Winkelmesser. Und das Winkelmessen bedeutet, dass wenn jetzt hier der magnetische Nordpol ist und ich aus irgendeinem Grund in diese Richtung hier gehen will, muss, soll, warum auch immer, das will ich hier an der Stelle nicht diskutieren, dann ist das hier zwischen Norden und die Marschzahl, die Peilung, das hier dazwischen ist der Winkel. Und diesen Winkel messe ich mit diesem Kompass zum Beispiel. Gut. Es wird meistens, wenn du dir so einen Kompass kaufst, so etwas im Stil angeboten. Aber nicht genau das hier, sondern irgendein billiges. Ich wollte es fast sagen, aber ich habe es mir noch unterdrückt. Wirklich, teilweise echt unter jeder Kritik, wirklich ein absoluter Mist. Wenn du einen Kompass kaufen willst, gib ein bisschen mehr aus, weil so teuer sind die dann auch nicht, die guten Teile. Aber dazu komme ich gleich. Und meistens ist es ein US-amerikanischer Nachbau aus China. Und das hat nichts mit China zu tun, sondern mit Nachbau billigst. Das hier ist auch ein US-amerikanischer, aber kein Nachbau, sondern ein Original Kamenga Hersteller. Und der hier hat auch nicht 3,99 € gekostet, sondern ein bisschen mehr. Dann bist du ja wieder dabei, aber bitte nicht auf diesen Billigzeugs reinfallen. Und das nächste ist das, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was ein Kompass, außer dass er nach Norden zeigt, tut und was man damit macht und wie man damit arbeitet. Denn ich habe einerseits einmal diese Feldarbeit, wo ich jetzt genau das hier mache. Und zwar, wenn ich in die Richtung hier gehen will oder muss oder soll, warum auch immer, das klären wir mal an einer anderen Stelle. Alle meine Videos sind billige Eigenwerbung, auch hier. Es gibt einen eigenen Online-Kurs bei mir zum Thema Orientierung und Navigation im Survival-Fall. Gebe da unten den Link, schau dir das an, da beschreiben wir das. Und ich schaue jetzt hier durch und peile jetzt, dann mache ich das im Feld, im Gelände. Ich mache das jetzt an dieser Stelle. Aber dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, wofür ein Kompass notwendig ist. Nämlich nicht nur, wenn ich orientieren will, sondern wenn ich navigieren will. Und das ist dann die Kartenarbeit. Wenn ich jetzt nebenbei eine Karte habe, eine topografische Karte, dann kann ich damit meine Peilungen eintragen, ich kann damit messen und dazu sind diese lustigen Teile hier da. Da habe ich jetzt auch einmal diesen Spiegel, den brauche ich auch zum Peilen, ja? Aber das ist jetzt gar nicht so sehr der Punkt, aber schau mal her, da habe ich ein Lineal, da habe ich Skalen drauf für die unterschiedlichen Maßstäbe und ich habe hier da in dieser Kompassrose so komische Striche drinnen. Das machen die nicht, weil sie Material sparen wollen, sondern weil das hier ideal für die Kartenarbeit ist. Der kann nämlich beides. Du kannst nämlich den Winkel messen und all diese Arbeiten, die du tun musst in der Karte. Billige Eigenwerbung, schau meinen Online-Kurs an, da beschreibe ich das, wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst. Oder kauf da ein Buch oder schau dich um. Bei mir kriegst du es halt kompakt auf einem zusammen. Hier kann ich auch wieder Winkel messen. Und daher ist das hier meiner Meinung nach die Empfehlung für den zivilen Einsatz. Nicht Expedition oder sonst irgendwas oder wir wollen irgendwas Militärisches tun, sondern für den zivilen Bereich ist das hier das Mittel der Wahl. Kauf da einen Kompass, ja, mit einem dazugehörigen, dieser Spiegel ist drauf oder kauf ihn dir nur so, wie du magst und damit bist du schon unterwegs. Das hier
Das ist ein Spezialwerkzeug, denn mit dem hier ist die Kartenarbeit nicht so einfach möglich. Natürlich geht das teilweise auch, aber schau mal, der ist nicht durchsichtig. Der ist fürs Feld, der ist perfekt zum Peilen. Also du kannst mit dem hier besser peilen als mit dem hier. Das, ja? Aber es ist die Frage, ob das notwendig ist. Weil viele ja nicht einmal die Deklination berücksichtigen. Daher, ich bin der Meinung, dass man das eigentlich nur ganz selten braucht. Das ist ein ganz spezielles Anwendungsgebiet. Und ich brauche, wenn ich dann in der Karte arbeiten will, ein Lineal und dann wieder so ein Winkelmesser und so eine lustige Scheibe mit dazu, damit ich arbeiten kann. Ich glaube, dass das hier erstens, wenn dieser US-amerikanische Stil, erstens, Nummer 1, die Billigsdorfer Teile, vergiss sie. Ich gebe unten einen Link auf Amazon auf so ein Billigteil. Und zwar nicht, weil ich will, dass du es kaufst, kauf es nicht. Sondern damit du siehst, was ich genau damit meine. Dann gibt es natürlich auch hochwertige Teile, der kostet aber auch deutlich mehr. Ich versuche auch hier einen Link rauszufinden für dich, dass du einen echten Kamenga, damit du mal siehst, das ist für die Verrückten, so wie ich sie einer bin, da ist das okay. Der übrigens, der hat auch noch dieses Tritium drinnen, das heißt, der leuchtet in der Nacht, der ist für Nachtnavigation super, aber ich habe halt ein bisschen einen Sammeltick, es tut mir leid. Aber für den klassischen Zivilisten, der beim Wandern, von mir aus auch in einem Backout-Bag, wobei man da eh die Frage stellt, wozu du da einen Kompass hast, aber ist eine andere Geschichte. Kauft er sowas. Und ich kann empfehlen, aus tiefster Überzeugung, Silver. Und zwar, den habe ich schon einmal vorgestellt, genau dieses Teil hier. Genau dieses Teil habe ich schon einmal vorgestellt. Diesen Silver kann ich hundertprozentig empfehlen, weil du kannst beides tun. Du kannst im Feld arbeiten, auch für die schnelle Orientierung einmal schnell hinstellen und einmal schauen und okay, da ist Norden, das ist die Peilung ungefähr in den Richtung. Zack, das geht genauso gut. Ja? Ich kann aber auch genauer peilen, ich kann aber wirklich auch genauer arbeiten. Und ich kann Karten arbeiten und der ist viel leichter und viel günstiger. Und das ist das Mittel der Wahl. Weil die Frage immer wieder gestellt wird, ja, welcher Kompass und US-Kompass und bla bla bla. Und weil ich in letzter Zeit oft sehe, dass es so fix fertig gepackte Backout-Bags gibt, mit irgendeinem Krimskrams drinnen, das Billigste vom Billigen und ausrüstungstechnisch wirklich unter jeder Sau, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt das Sauwort gesagt, es tut mir leid. Ich will da jetzt niemanden konkret angreifen, am Markt da draußen, aber das wird einfach irgendwas reingesteckt, irgendwas reinkaut, damit es cool klingt. Aber das ist erstens nicht die Realität, meiner Meinung nach, und von der Sache, die ich erfahren habe aus Fluchtszenarien von Menschen, die das schon einmal mitgemacht haben, das ist Punkt A. Und Punkt B, dann ist die Ausrüstung teilweise so schleißig, dass ich da echt sage, also da kann ich mich mit dem Sonnenlauf auch ungefähr irgendwie orientieren und wird schon irgendwie hinhauen. Das war's jetzt dabei. Also mein Favorit gebe ich da auch unten den Link, billige Eigenwerbung natürlich auf Amazon. Schau dir das an, leider haben wir die nicht selber im Sortiment. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Was hältst du von diesen US-amerikanischen Nachbauten, die ja auf die jeder reinfällt? Meine, wenn du Kinder hast und mit denen einmal irgendwas tun willst und sagst, das wird eh nach 3 Tagen kaputt sein, dann kaufst du ihnen sowas. Aber wenn das in ein Bug-Out-Bag gehört oder in einer Survival-Kit oder so irgendwas, dann bitte würde die Finger davon lassen. Aber schreib mal deinen Kommentar, was du davon hältst, welchen Kompass du konkret einsetzt. Das würde mich interessieren, ob du einen Kamenga hast und sowieso und überhaupt. Und wofür du den Kompass verwendest, ob du auch Karten arbeitest, schreib einfach was, das wäre riesig cool. Abo dalassen für weitere Videos. Da geht's direkt in meinen Shop. Vielleicht findest du irgendwas, was du lustig findest. Unten den Link auf Amazon und auch zu meinem Online-Kurs für alle Orientierungsfanatiker und die glauben, die das brauchen. Anderes Video. Das hat mich gefreut. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.